Willkommen bei Janos Murati bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Heute da mal Zucchini pikieren. Das sage ich euch. Einmal da mal zuerst drin. Jetzt zeige ich euch, hier haben wir gute Gemüseerde, biologisch. Da haben wir die Pflanze und einen Topf. Dann mal mit dem Pikierstab ein Loch machen. Dann mal ein bisschen Erde drüber. Ich weiß nicht, welche Zucchini-Sorte ist das? Gelbe oder grüne? Das weiß ich nicht. Ich habe nämlich zwei verschiedene Sorten angebaut. Die Erde darf man noch benutzen, ganz sicher. Die ist wichtig. Die ist eine gute Erde, die doch. Apropos, unter Videobeschreibung steht mein Instagram-Account, da tue ich Fotos von Pflanzen reinstellen. Und mein Facebook-Account. Und Twitter und...
Jetzt habe ich von meiner Gartenfreundin Tomatenpflanzen bekommen. Die zeige ich in das nächste Video. Bisschen schütteln. Machen wir einen noch. Mit dem Pikierstab die Pflanze hinein. Bisschen Erde drüber. Nicht. Wegen da habe ich Litschi angesät. Mal. Und das nicht drunter getan. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, bis zum nächsten Video.